Du, Aline, was ist denn eigentlich dein Plan jetzt für die nächste Zeit? Beleidigen, provozieren und dann platzt die Bombe. Okay. Moin, Leute. Und ein herzliches Willkommen auf meinem kleinen Anti-Mobbing-Kanal. Ja, ich wollte mal wieder gucken, was die Aline so treibt und mal wieder ein paar Klicks auf ihren Nacken machen. Und das Erste, was mir auffällt, die Aline hat sich mal wieder zu den Rassismusvorwürfen gegen sie geäußert. Und da gucken wir mal kurz rein. Also hier muss ich auch mal ganz kurz erklären. In diesem Livestream damals wurde ich auch bis zum obersten Strichfaden bei mir, was es an Geduld gibt, provoziert. Das ist erstmal Punkt 1, weil ich in einem Livestream war, Kinderpinguin gegessen habe. Ja, wer kennt ihn nicht? Den guten alten Kinderpinguin. Und den hast du auch gar nicht gegessen, du hast nämlich was anderes in dich reingeschaufelt. Aber das zeige ich gleich noch. Und sich eine Birgit, ja, eine Weiße, sich damals in meinem Livestream darüber aufgeregt hat, was ich alles in mich reinstopfen würde. Ich habe Kekse gegessen, Kinderpinguin gegessen, sonst was gegessen. Bei mir war das auch aus dem Affekt. Die Frau war weiß, hieß Birgit, war 34 Jahre alt und hat gesagt, Aline, warum stopfst du dir so viele Kalorien in dich rein? Du bist nur am Fressen. Also, wir halten fest, die Aline hielt es für richtig, die N-Bombe, auch wenn es nur gegenüber einer Weißen war, in Klammern kann ich nicht mehr nachvollziehen, ich kenne die Birgit nicht, ich weiß nicht, welche Hautfarbe sie hat, zu droppen, weil sie sich so hart dadurch provoziert fühlte, dass die Birgit gesagt hat, Gott verdomme, hör doch endlich auf zu fressen. Wir gucken uns das mal an. Du isst nur Schrott. Ich darf doch essen, was ich will. Piep. Bist du, dass du mir vorschreiben darfst, was ich zu essen habe? Ich schreibe dir auch nicht vor, wann du kacken gehst. Also get out the way. Wollt ihr mir noch vorschreiben, was ich trinke? Wollt ihr mir noch vorschreiben, wann ich schlafen gehen muss? Nein. Darf ich jetzt bitte noch einmal vor meinem Muffin abbeißen? Ich glaube, am Ende hat sie selbst so ein bisschen gemerkt, was sie da gerade gesagt hat und hat das so ein bisschen mit ihrem versucht zu überspielen. Aber Aline, hast du noch irgendwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Natürlich war es nicht angebracht, dieses Wort zu verwenden. Aber ich sag nochmal, ich bin nicht rassistisch. Das war in einem ganz verkehrten Kontext und wurde ganz anders dann im Nachhinein dargelegt. Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Mir sagt man sowas ja auch gerne mal nach, wenn man nichts anderes gegen mich findet. Hast du sonst noch was zu sagen? Den Schuh lasse ich mir nicht ankreiden. Ich bin schon seit ich klein bin Michael Jackson Fan. Ich liebe die Hautfarbe. Okay. Ja gut, lass uns mal das Thema wechseln. Möchtest du noch mal zugeben, dass du alte Menschen bestohlen hast? So, mein Freund, das war vor 10 Jahren. Und alles an der Geschichte ist auch nicht ganz wahr. Also bitte, komm nicht mit alten Kamellen vor 10 Jahren. Denn ich lebe im Hier und Jetzt. Dankeschön. Okay, dann lass uns über was Aktuelles sprechen. Die Aline, die war wieder in einem Livestream. Und wer ihre Livestreams mal so ein bisschen beobachtet und den Chat beobachtet, der merkt sehr, sehr schnell, dass die Leute, die ihr da wirklich viel Geld spenden, meistens, naja, wie soll ich sagen, ja, das sind wahrscheinlich Männer, die sehr, sehr notgeil sind. Und wie kriegt man am besten das Geld aus denen raus? Richtig, mit Hupen. Und die Aline ist dann in dem Livestream zufällig duschen gegangen und hat dann vor der Kamera quasi nochmal blank gezogen. Barber Benz. Liegt nur daran, weil ich rausgegangen bin. Bitte? Es liegt nur daran, weil ich rausgegangen bin. Oh. Dankeschön. Barber Benz, du hast... Du hast mit 1100 gewonnen? Ja, oh mein Gott. Das fanden manche nicht so geil. Und deswegen gab es da eine Sprachnachricht, die von dem Mädel an den Freund von Aline geschickt wurde. Was in der Sprachnachricht gesprochen wurde, kann ich natürlich nicht sagen,
Aber es geht wohl darum, dass das Mädel, das die Sprachnachricht geschickt hat, dem Freund von Aline erzählt hat, dass Aline sich vor dem Typen, mit dem sie gestreamt hat, nackig gemacht hat. Und daraufhin hat Aline das Mädel dann angeschrieben. Aline schreibt: Was hast du für ein Problem, du lieber Mensch? Das Mädel schreibt: Entschuldigung. Und dann kommen Sprachnachrichten von Aline. Du, Entschuldigung, musst du gar nicht kommen, du kleine... Nymphomanisch veranlagte Tochter einer Dirne. Glaub mir eins, ich bekomm raus, woher du bist, und dann... Mach ich Liebe in dein Pupsloch. Das Mädel schreibt, bitte was? Dann schickt Aline das Bild und schreibt, was schickst du das meinem Freund? Und das Mädel schreibt dann zurück, dass das ganze Internet sowieso damit voll ist und dass sie vor 1,4000 Followern ihre Hupen rausgeholt hat vor einem anderen Mann und dass auch Kinder im Stream waren und fragt sie, ob sie das gut findet. Und Aline sagt, Anzeige geht raus. Am Montag gibt eine dicke, fette Anzeige. Aline hat dann wieder mit dem Typen, vor dem sie ihre Schlöpse rausgeholt hat, gestreamt und hat ihm ihr Leid geklagt. Und das gucken wir uns mal an. Dass sie meinem Freund geschickt haben, gesagt haben, ich hätte mich für dich ausgezogen. Oh mein Gott, habe ich gar nicht mitbekommen. Wann hast du das? Dann hat eine das ihnen geschrieben, dass ich fremdgehen würde mit dir und ich hätte mich nackt ausgezogen für dich. Ich hatte übelsten Streit mit meinem Mann und dann habe ich da geschrieben, du bist für mich eine Katzenbaby. Dass du meinem Freund sowas schickst und sowas andeutest. Du das warst doch nicht. Meinst du das mit dem Duschen? Dass du nackt warst? Dass du nackt warst? Nee, ich habe mich einmal umgezogen und dann hat man meinen Nippel gesehen. Und das hat die meinen Freund geschickt und hat gesagt, ich würde mit dir fremdgehen und ich hätte mich im Livestream ausgezogen. Dann habe ich dir eine Privatnachricht geschrieben. Die folgt mir, hat meinem Freund schon gesagt. Gänseblümchen. Das habe ich gesagt oder irgend sowas. Ey, pass auf. Aline, ich habe doch gesagt, du sollst nicht beleidigen. Lieber, mich das aufregt. Was mischt die sich in meine Sachen ein? Die denkt, mein Mann macht mit mir Schluss. Weißt du, wie ich meine? Mein Mann hat die blockiert und hat sie ausgelacht. Was soll das? Lass die doch. Danke, Leute. Fleißig tippen. Aber ich habe die sowieso angezeigt, weil die meine Videos hat und sowas sagt. Das darf die gar nicht. Die kann doch nicht meine... Ja, und ganz ehrlich, was bist du für ein Mensch, dass du meinem Freund Bilder von mir schickst und sagst, ich würde mit Erkan fremdgehen und ich packe für ihn vor der Kamera aus. Also ganz ehrlich, Mädchen, die Nachricht, die ich dir geschickt habe, die war richtig. Was ist in deinem Leben nicht in Ordnung, dass du meinem Mann die Bilder schickst und sagst, ich würde mich für Erkan ausziehen? Also ganz ehrlich, die Aline hat nämlich so viel Geld auf dem Konto, dass sie sich jetzt noch ein drittes Pferd kauft. Ach nee, ein viertes Pferd. Oh, läuft bei dir. Das regt doch die Hater wieder auf. Läuft doch bei dir. Jetzt sorgst du wieder für Skandale. Ja, und das alles durch die TikTok-Spendeneinnahmen, die wir hier haben. Das sind immer noch Geschenke. Ja, aber trotzdem müssen wir ja mal mit erwähnen, wie viel wir hier verdienen. Und dann meckern die ständig über meine Brötchen, weil die zu hell sind. Vielleicht hat das ja auch einen Sinn, dass die Brötchen so hell sind. Wenn Schnittbrötchen sind, dann sind innerhalb von 5 Minuten knüppelhart, wenn du dunkler machst. Aber keinen Plan haben sie. Aber labern wollen sie. Labern, immer nur labern. Und dann liken die, ja, die ihre eigenen Kommentare. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ja. Ihre eigenen Tweets, die retweeten die. Ja. Und dann betteln die auf Twitter und sagen, guck mal, ich habe hier einen Kommentar gelassen. Lass mal Liebe da. Junge, weil sie selber keine Likes kriegen für die Scheiße, die sie schreiben. Und dann retweeten die sich selbst, wie sie sich retweetet haben. Junge, kriegst doch die scheiß Tür nicht zu. Und dann geben sie sich doch selber ein Herzchen dafür. Dass sie sich selber 3-mal retweetet haben, weil keiner den direkt postet, echt? Den sie posten. Ja. Und damit bin ich schon wieder eigentlich am Ende mit meiner Berichterstattung heute hier. Aline, wie fandst du's? Ja, schade. Naja, ich hoffe wenigstens, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Zusehen. Wenn es wieder was zu berichten gibt, dann werde ich berichten. Und ich werde hier, denke ich mal, demnächst ein bisschen mehr Podcast machen. Wir wollen ein bisschen Seven vs. Wild machen. Wir werden ein bisschen Wrestling machen, eventuell. Ja, immer das, worauf ich gerade Bock habe, quasi. Ja. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Lasst knacken
und Hakuna Matata.